Da ist mir noch ein Licht aufgegangen. Weiß nicht, was das bringen soll, das Licht. Es hat mich verwirrt, einfach nur. Wobbel, wobbel. Wahrscheinlich sollte es genau das tun. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ich fliege nämlich einfach mal gerade mit, weil ich eh gerade dabei bin. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts. Ich gehe mal wieder hoch zu dem Opa. Weil, wer weiß. Der Denkt Opa dann auch sagt, alle Luken und so unter dem Haus vom Opa zu überprüfen. Da ist so ein Hebel, damit tust du so diese Latten da oben hochmachen. Da ist ein Hebel, sagt sie. Unten ist so ein Hebel mit so einem roten Ding dran. Ach so, ja, das hab ich. Und dann geht das oben hoch. Und hinten, hinter dem Haus ist auch nochmal so eine Luke, die du einfach so aufklappen kannst. Und dann die Luke im Boden. Ja. Und dann ist an der Seite nochmal eine irgendwo, glaube ich. Da und da und hier. Das war für die Leiter da oben, das hatte ich auch schon kontrolliert. Ne, ich wollte eigentlich mal kurz hier oben bleiben, danke Spiel. Das ist sehr liebenswürdig von dir. Also das geht erst, wenn der Opa mir das Bild, das Schwimmi-Zeug da was gegeben hat. Ach, ich habe alle Schwimmi-Zeug, siehst. Nimm das mal bitte. Hallo? Ach so, du musst das Puzzle lösen. Das muss ich das Puzzle lösen. Was da unten rechts. Das ist das mit dem Spiegelverkehrten. Was? Guck einfach auf, denk dran, dass es spiegelverkehrt ist und guck einfach auf das, was auf das Muster von den Fischen und den Angelsachen, nicht auf den Rand der Steine. Ja, nee. Scheiße, würde ich mal sagen. Okay. Nicht wahllos die Sachen reinlegen und mal überlegen, was das Spiel mir da überhaupt sagen soll. Also, es ist spiegelverkehrt und du musst auf das... Ja, auf die Symbole gucken. Wait. Nee, eine Mitte gibt's auch nicht. Also das ist es auf jeden Fall so und so. Aber davon gibt's keins, was so ist wie das. Manchmal bestehen zwei Steine von der Zeichnung auch aus einem Stein, der da rumliegt. Weißt du, wie ich meine? Hast du's? Nö. Oh. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, das da wird das längste, wo ich dran sitze. Das, also, guck dir einfach mal das Symbol an. Ich sag mal so, also das Teil oben rechts, das gibt's ja, ne? Auf der Zeichnung oben rechts das. Welcher Zeichnung? Drück mal auf das Fragezeichen. Oh mein Gott! Das Bild! Nur verkehrt herum und darauf achten, dass
die Ränder von den Steinen nicht unbedingt stimmen, aber das Muster von den Fischen und den Angeldingern stimmt. Da hätte ich aber auch mal drauf kommen können, das da Ganze da hinzusetzen, ohne dass... Oh mein Gott. Okay, jetzt verwirrt's mich noch mehr. Muss halt spiegelverkehrt denken. Dann. Ja, das schaffe ich noch irgendwie. Und dann kommt das hier unten hin. Und... was? Ah, Moment, das da könnte das sein. Also so irgendwie. Und dann das da dazu. Eventuell. Um dann was zu tun. Ja. Ah, guck mal, das könnte dann hierhin gehören sollen. Tun. Das hier weiß ich nicht, ob das richtig ist. Das sollte hier hingehören. Und... das gehört dahin. Und so langsam ergibt das Ganze einen Sinn. Und auf eine irgendwie komische Art und Weise. Ich hab's geschafft. Yay! So. Jetzt kannst du zu dem Typ da gehen und der gibt dir dann was dafür. Dann geht das, die Qual von vorne los. Der gibt mir doch jetzt dieses komische Schlüsseldings. Wo hat der das hingelegt? Nee. Der gibt dir diesen Fetzen für die Karte. Ah. Nee. Jetzt musst du auf die Karte. Das mag er mir trotzdem nicht geben. Wo hat der es hingelegt? Wo? Auf dem Boden liegt das. Oh Gott, ich bin so blind. Und dann tust du das da montieren und dann tust du mit den kleinen Schipperschiffchen da drauf tun. Mir fehlt noch so ein Schiffchen. Oh nein. No. Ich werde sterben. Schiffchen. Hallo. Nein, der ist auch kein Schiffchen. Hast du bei ihm im Schrank geguckt? Yep. Geh mal wieder da rein. Da hatte ich aber alle beide. Hast du das Schiffchen von dem Raum bei den Azteken? Ja, da waren ja zwei drinne. Genau. Hast du das Schiffchen auf der Wiese ganz rechts? Neben dem Boot? Also so schräg links unter dem Boot. Ist auf der Wiese ein grünes Schiff. Wahrscheinlich ganz links, ja. Ganz rechts. Meinst du? Nee. Ganz rechts ist das Boot und dann ist schräg links unter dem Boot ist ein grünes Schiffchen auf der Wiese. Oh Gott, da, ja, ich hab's. Das war das letzte. Und jetzt Schipper. Ja. Oh, scheiße, was muss man da jetzt machen? Fragezeichen gucken. Die schippern so komisch. Du musst die Schiffe, die kannst du nicht bewegen. Du musst die aber die gleichfarbigen miteinander halt verbinden, ohne dass da sich was kreuzt. Ach so, okay. Der gelbe ist auf jeden Fall schon mal so ganz praktisch. Nein, so ist er nicht praktisch, okay. So. Ey, wieso nicht? Hat doch gestimmt. Ah, danke schön. Oh, shit, Sherlock. Kann man die auch nochmal irgendwie zurücksetzen? Ja, kann man. Indem du einfach draufklickst und das wieder wegmachst, so. Ah, okay. Dann nehme ich mir nicht I choose you oder so. Ja, die Grünen werden sich auf jeden Fall mit den Roten beißen, wenn ich das so lasse, wie ich es jetzt gemacht habe. Außer ich gehe hier ganz außen rum. Wenn ich das jetzt so mache. Also ich gebe dir einen Tipp, bei dem gelben unten, geh als erstes direkt runter. Und dann nach links. Ja, das hab ich. So. Geht schon mal nicht. Ich das so mache. Ups.
dann komme ich ja trotzdem mit dem Roten da nicht lang. Brainfuck. Ja, ne? Also ich bin da voll gut in dem Spiel. Oder so. Okay, das ist mir jetzt, also das ist mir jetzt gar nicht so hoch. Also ich meine. Es ist ja egal, wie ich die da so kreuze. Die kommen mir immer auf gleich hinaus, dass es kacke ist. Ich mache mal die blaue Nummer, die grüne Nummer weg und gehe mal mit dem blauen da außen rum. Hallo? Danke. So. Wenn ich die mit dem blauen außen rum gehe, dann muss ich mit dem grünen ja an sich hier hin. Oder mit dem grünen dahin. Aber dann ist ja schon wieder das rote eingekesselt. Ich mit dem roten irgendwie außenrum. Nee, kann ich nicht. Immer beim roten das linke von den roten. Da direkt runter und am gelben entlang. Neben dem gelben direkt parallel. Oh, no schick Sherlock. Ich muss nochmal. Nein, er ist ja okay. So. Das geht so nicht. Nochmal neu. Das geht nicht weiter runter, das Gelbe. Ach so, nee, ich muss dann... Ach Gottchen, scheiß die Wand dann. Nee, ich bin doof. Ich muss dann hier, dann muss ich da, dann muss ich da. Und dann bei dem Roten hier anknüpfen. Ey! Rot mobbt mich. Was denn, Soul Survivor? Habe ich mich auch schon gefragt. Hat Mac gestern gespielt. Ja, und jetzt spielt Chibo. Ey, das rote mobbt mich. Es bleibt nicht da, wo es hin soll. So. Jetzt habe ich rot verknüpft. Das ist sehr schön. Jetzt ist weiterhin die Frage, wie funktioniert das hier mit den beiden? Ja, nee. Da kann ich nicht außenrum. Da kann ich wieder nicht außenrum. Und jetzt komme ich auch mit dem nicht mehr da hoch. Weil zu. Von Rot. Ob du mit Rot außer da drumrum. Ja, ich bin mit Rot jetzt ganz außenrum. Aber wenn ich mit Rot hier in der Mitte durchgehe und da kann, dann kann ich mit dem Blau noch außenrum. Und mit dem... Ah, ich hab's. Ich glaube, ich weiß wie. Jetzt muss ich es nur noch richtig verbinden. Ah, oh, ich heiße Rot. Rot will nie da bleiben, wo es soll. Mal mag ich Rot, aber heute mag ich Rot nicht. So. Und dann muss ich hier hoch, da rum, das festmachen und... Da. Und jetzt gibt er dir diesen Schlüsselgabel-Dings. Irgendwas. Ich muss noch 4 Puzzle-Dinger finden. Oh, okay. 3 Stück. So. Wir haben ja 2 gefehlt. Ja, da, wenn das Gabeldingsi-Bumsi da hast, dann kann man ja schon weiterfahren, oder? Ja. Okay, dann gucke ich noch schnell nach dem Puzzleteil. Da ist noch eins. Und zwischendurch ein paar Fliegen sammeln. Kann nicht verkehrt sein. Er scheint aber sonst kein Puzzleteil zu sein, denn Müffel. Nee, die Fliegen wollen mir auch nichts zeigen. Okay. Gucken wir hier mal. Nee, Fliegen zeigen nichts. Gucken wir hier mal. Nö.